Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir zu Diablo 2 Resurrected, also der Remake. Kam am 23.09. raus. Und ja, springen wir mal direkt rein. Ein paar Worte davor dazu. Ich habe Diablo 2 mit Lord of Destruction das erste Mal vor 16 Jahren gezockt mit einem Kumpel. Fand's ganz gut und habe mich da halt nicht so reingefunden, weil man 2005 da schon mit anderen Grafiken zugange war. Fand es aber dennoch nicht schlecht, habe es dann auch noch mal vor 2 Jahren mit ein paar anderen Kumpels probiert, war aber nicht so meins. Und da es jetzt hier Remaster Remake gibt, dachte ich mir, komm, das musst du unbedingt zocken, weil Diablo 3 so langsam irgendwie die Luft raus ist. Und ja, da ich ja allgemein oft den Hexendoktor gespielt habe, dachte ich mir, dass der Nekromant hier sowas in der Richtung sein könnte. Zwecks Diener beschwören, wobei es denn, oder beziehungsweise Totenbeschwör, aber den Totenbeschwör gibt es ja auch bei Diablo, aber egal. Springen wir mal rein, gucken wir es uns mal an. Hoppala. Ah, da ist ja die Karte. So. Das. Eine Fähigkeit zuzuweisen. Nicht in der Stadt. Jo. Bitte nicht wundern, das ist für mich jetzt quasi Neuland. Müssen wir hier eigentlich mit irgendjemandem reden? Weil die Akara hier angezeigt wird. Ich bin Akar in der Wildnis. Ah, Questlog jetzt. Finde die Höhle in der Wildnis außerhalb des Lagers der Jägerin. Ich verstehe es ja schon. Okay. Hier sind wir jetzt allerdings nicht so verwöhnt wie von Diablo 3, wo wir das angezeigt bekommen, wo was ist, sondern wir dürfen es selbst entdecken. Schreien. Okay, 3 dürfen wir maximal haben. Cool. Ach, man fängt hier oben an. Erhöht Leben und Schaden von erweckten Stufe. Ach, die verfallen irgendwann. Okay. Skelett Magier erwecken. Achso, muss ich erst hier?
Nee. Also ich muss schon sagen, grafisch macht das schon einiges her im Vergleich zum ursprünglichen Spiel. Die Handachsen mit. Gehen wir auf Energie, Geschicklichkeit, okay. So, jetzt gucken wir mal eben im Inventar. Kleiner Zauber der Geschicklichkeit. Da behalten, um Bonus zu. Ah, okay. Okay, das ist so ein passives Ding. Wachsiges Kurzschwert, was haben wir da? Ach so, plus 1 zu Skeletterwecken dazu, aber. Oh, gar nicht gesehen. Bleibst du stehen? Was war denn das hier eben? Navia? Noch nicht. Den Ausdauerschrein? Na, jetzt. Jetzt bleiben auch die Skelette bestehen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder? So. Kommt hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nö. Dann können wir jetzt zur Amazone gehen.
Hoppala. Was ist denn das? Zur Höhle des Bösen. Ich spüre den Tod an diesem Abend. Ach, das ist deswegen erhöht wegen der Waffe, die wir haben. Ja, scheinbar. Schaden 5 bis 15. Sollen wir hier einen Schrein? Mach mal. Ich erst mit der Amazone reden sollen, wenn ich hier dauernd tote Jäger finde. Finden wir es mal raus. Schriftrolle der Identifikation. Was haben wir hier? Kleiner Zauber, nicht identifiziert. Also bitte. Plus 1 zu starkes brauchen wir jetzt nicht. Ah, da ist die erste Elite-Gruppe, ja. Ui. Heiltrank. Heiltrank. Die Dinger sich stapeln, die Tränke? Nee, leider nicht, gell?
Nee, leider nicht wirklich. Was war das hier mal? Was haben wir da gerade aufgehoben? Jetzt haben wir natürlich keine Identifikationsschriftrolle. Okay, nur Zauberin, das ist ja dann auch relativ. Stand da im Inventar. Im Inventar behalten, um den Bonus zu erhalten, okay. Ich war gerade der Meinung, ich hätte irgendwas gelesen von wegen Inventar erweitern, aber das wäre ja völlig auf dem Buch gewesen. Aha, also war das wohl doch eine Quest. Nehme ich jetzt an. Weiß jetzt nicht, ob das war das unsere... Ah, okay, kehr zu Akara zurück. Moment, dann gehen wir hier jetzt aber erstmal raus. Auch nicht schlecht, wenn wir eine Höhle geklärt haben. Dann scheint hier quasi das Licht durch. Moment, wenn wir in die Stadt gehen, dann nehmen wir noch alles mit, was geht. Was hier noch so rumliegt. Wenn hier irgendwas rumliegt. So. Die Portalrolle. Ui, das ging jetzt aber mal schnell. So, wo ist denn der Händler? Nee. Ist denn hier ein Händler? Hier oben quasi. Reden, handeln, reparieren. Stärke brauchen wir nicht. Zauberin-Ding brauchen wir auch nicht. Verschiedenes. Identifikationsrollen gab es dann, glaube ich, nur. Hier nicht, aber ich glaube hier, oder? Hoppala. Handeln. Was heißt da Gürtelgröße plus 4 Plätze? Das soll ein Sockel sein. Ach, und da hätte Edelstein reingekonnt. Das hier, Juwel. Okay, dann gucken wir mal hier nochmal bei dem Händler. Beziehungsweise beim Schmied. Nö. Da ist es doch. Da haben wir dann. So. Die hat auch Heiltränke und hier werden die Rollen einzeln. Haben wir dabei, Waffen. Boah, 5300, okay. Ah, 0. Hey. So. Aha, okay, also Sockel und da drauf. Okay, neue Fertigkeit. Lehmgolem. Wieso geht das noch nicht?
Mana kosten 3, ja gut, solange war keine. Spear 20 Schaden. Ich vermute mal, dass am Anfang zum Leveln das hier wahrscheinlich besser ist. Ich laufe aber lieber mit Pets rum. Okay, jetzt ist es hier gelb, beziehungsweise hier mit dem Reden oder wie? Nee, das ist unser Portal. Wie geht's denn jetzt weiter? Okay, und woher weiß ich jetzt, wie es weitergeht? Ah! Findet Blutraube auf dem Friedhof in der Nähe der kalten Ebene. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Das heißt, wir gehen mal hier lang. Und die kalte Ebene vermute ich jetzt einfach mal, dass es hier lang ist. Vorsicht, das passt auf. Mit den abtrünnigen Jägerinnen. Ah, kalte Ebene, da ist es doch. Jetzt müsste es hier irgendwo einen Friedhof geben und da müssen wir hin. Das Maximum sind momentan noch 3. Immer schön die Karte leer freilaufen. Den nehmen wir mit. Ist das jetzt einfach nur? Kannst du da? Oh. Ah, sehr gut, ein Portalpunkt. Ich
muss auch sagen, ich glaube, diese Verzögerung, die wir hier haben, kommt vermutlich daher, weil es ja gerade mal ein Tag nach Release ist. Mit dir Bishop. Oh, was Gelbes. Sehr gut. So. Portal haben wir. Hier ist eine Gasse, Sack. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Ein Ring. Wo sehen wir eigentlich unser Level? Ah, Stufe 4, okay. Ich habe W gedrückt und dann hat sich einer in die Luft gejagt, aber warum? Okay. Ach so, weil man mit W die Waffe wechselt, okay. Ich sollte mir mal kurz die Steuerung angucken. Option. Steuerung. Fähigkeit. Ach so, ach, die Fähigkeiten werden über die F-Tasten aktiviert. Okay. Ach, und 1 bis 4 sind die Acho. Ach, das. Ah, das sind die vier Plätze, okay. Wie sehe ich meine Fähigkeiten, die hier auf den F-Tasten liegen sollen? Moment. Könnte ich eigentlich... Ja, warum hat Zeit verzögert? Übernehmen. Optionen. Fertigkeitsmenü ist S. Ach so, drücke F1 bis F8, um meine Fähigkeit zuzuhalten. Jetzt habe ich verstanden. Alles klar. So. Das
heißt also, wenn ich jetzt... Das ist aber auch behindert. Sexy. Ich hatte jetzt nur überlegt gehabt. Was ich aber ein bisschen blöd finde, ist mit den Fähigkeiten und hier mit den Heiltränken. Ich überlege gerade, ob ich die Heiltränke auf die F-Tasten legen soll. Und 1 bis 4 die Fähigkeiten machen. Q, W, E, R nochmal die anderen Fähigkeiten setzt. Wäre eigentlich einfacher, vorausgesetzt. Q ist Questlock, das könnte man auf J legen, weil ich das von anderen Spielen so kenne. W ist Waffentausch. Den könnte man auch auf X legen. R-Taste ist Bildschirm löschen. Ist irgendwo E belegt? Nö. Das darf man ändern, okay. Mal den Questlock auf J. Den Waffentausch auf X. Ach, da schaltet man's Rennen und's Gehen um. Ist hier irgendwo T belegt? Moment mal, wenn ich hier sehe Maus 1, 3, dann könnte ich doch hier 3. Ja, Moment, das war jetzt nix. So. So. Kube ist F8, okay. Ach, zeitverzögert ist dann so gemeint, ja, nee, das will ich auch nicht. Zeitverzögert halten. Ach, hier geht's noch weiter. Okay. Gucken wir erstmal da oben. Den hatten wir schon? Nein, noch nicht. Das finde ich besser, wenn hier der Spaß mal angezeigt wird, was es hier zu finden gibt. So. Okay, jetzt weiß ich auch, warum die das ausblenden lassen.
So, die schwachen Heiltränke werden automatisch genommen. Machen wir das mal anders da. Gameplay umschalten, halten, Zeit verzögert. Nein! Zeit verzögert jetzt. Neue Fertigkeit. Wie hoch geht denn der Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Hoppala. Ach, deswegen komme ich da nicht drauf. Oh, F ist Zoom. Das hier V ist natürlich auch belegt. Quelle 3. Und was brauche ich, dass ich das hier machen darf? Oder das hier? Sollte doch da unten weiter. Bei einer Sache ändern wir mal Steuerung. Ist dann original richtig oder resurrected? Aha, das sieht schon besser aus. Q, W, E, R, die Tränke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macht die Fähigkeiten. Das finde ich schon mal besser. Gürtel benutzen. Q. Mhm. Ja. Was heißt denn, ich Gürtel benutze? Was hat denn der für einen Effekt? Oh, das haben wir automatisch denn. Aha. So, jetzt aber. Na, nee, gibt's nix. Das Feld der Steine. Ist das dann richtig, weil wir doch eigentlich den Friedhof da finden sollten? Oh. Buff ist gelb. Verzögert heißt, das geht jetzt wieder weg. Na? Ah, eben ist weg. So. Portal. So, guten Tag. Aha.
funktioniert denn das? Komm mal her, Kara. Ja. Ja, halten. Handeln. Moment. Ach, ich werd bekloppt, ich hätte davon gar nicht. Ach, dann hätte ja von 1 gereicht. Okay. Im Inventar behalten und Bonus. Gut, dann. Ach so. Sonst zur Geschicklichkeit, oder lass es mal drin. Jo, mach's mit drauf. Kann ich bei dir auch die Edelsteine zurücksetzen? Nee, die Edelsteine kann ich bei dir nicht rausmachen. Mach ich das bei der Rüstung dann selbst oder sind die dann einfach weg? Der verkauft mal, der andere verkauft auch. Ha. Questlog war auf dem Friedhof in der Nähe der kalten Ebene. Also ich nehme an, dass er hier irgendwo sein sollte. Großer Zauber. Nein. So. Oh, 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 oh. Kleiner Lappen, jetzt bleib hier stehen. Leichte Rüstung und blau. Das ist nix. Das kommt dann weg. Wärst du da oben weitergegangen? Ach, den haben wir gar nicht aktiviert. Okay. Dann aber jetzt. Saphir nehmen wir auch mit.
Ui. Ich spüre viele Geister um diese Steine. Ah, jetzt gegen ein Lehmgolem, okay. Das machen wir hier S und der Lehmgolem ist hier und den setzen wir auf die 1. Wieso darf ich den jetzt nicht benutzen? Ach so. Ach so, Moment, aber der ist auf die 1 und der ist hier auf die 2 und die 1 haben wir aktiv. Jetzt habe ich es verstanden. Ich gebe dir gleich mal, ich kann nicht noch mehr tragen. Verdammt, ich kann wirklich nichts mehr tragen. Nix wie weg hier. Kriegen wir mehr, wenn die Dinger identifiziert sind? Das testen wir jetzt mal. So, komm mal her, Chassis. Wir handeln. Wir würden dafür kriegen 175. Ja gut, das macht schon was aus. Das Ding schon 401 hat. Wie viel hat es denn dann identifiziert? Oh, nice. Hast du auch Handschuhe? Ja, hast du. Das bringt ja auch nichts. Maschines. Nee, brauchen wir nicht. Dann gucken wir mal kurz hier, weil die goldene Brustrüstung hätte ich gern. Handeln. Plus 1 zu Geschicklichkeit. Ja, komm. Verkauft auch keine Ringe. Gut, zu Acker, da gehen wir oder gehen wir nicht? Haben wir genug? 3, 2, ne, brauchen wir noch. Neue Identifikationsrollen. Akara. Entschuldigung. Kadaverexplosion. Sprechen Skelettbeherrschung. Boah, 4300. Naja, hoffen wir, dass wir was sind. 39.000. Okay, das ist Zauberin und das ist dann 51.000. Ajo. Ich hab's ja so fett. Ja, so dick, das ist ja, ey. Was da Alex hier, ne, dann nur. So. Jetzt wieder zurück. Und Zahl 2, okay. Jetzt Widerstand. Hoppala. So ja nicht.
So. Ich weiß zwar jetzt nicht, für was wir einen Schlüssel brauchen. Feld der Steine ist verkehrt, das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich zurück. Weil es ja hieß, wir müssen beim. Wie schimpft sich's? In der Nähe der kalten Ebene. Die Nähe der kalten Ebene, das heißt davor, oder? Kalte Ebene. Vorsicht, passt auf. Weil hier ja kein Friedhof ist, oder doch? Ist hier oben vielleicht ein Friedhof? Das muss dann weiter da sein, bei der kalten Ebene. Sehr gut, Ausdauerschreien. Hier ist auch kein Friedhof. Nee. Irgendwo hier, weil hier sind wir ja erst angekommen. Hier sein. Ah, der Friedhof, da ist es doch. Tötet Blutrabe. Oh.
klatschen wir erstmal alles außen rum. Und dann gehen wir rein. Suchen Blutraube. Na, Platz haben wir im Inventar. Bin gespannt, ob wir die Schlüssel da drin vielleicht brauchen, um irgendeine Truhe da so aufzumachen. Das Mausoleum. Gold. Wie das Gefühl, dass hier gleich. Ich dachte mir irgendwie, dass es Inventar voll ist. Schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Und was haben wir hier? Stab. Ach so, eine Zauberin. Okay. So, wir müssten mal zurück. Dann verkaufen wir kurz den Spaß. Dann geht's weiter. Was kann ich für euch tun? Nee, halt. Den will ich wieder haben. Ne, behalte den. Für das Geld kannst du ihn behalten. Gelber Bogen. Okay, hier ist nix. Ach so. So, hier den Weg wieder zurücklaufen. Wenn ich mal die Tür finde. Brutal, wie dunkel das hier drin ist. So, das war der erste Eingang. Oh. Ach, der ist da schon.
Herr Blutrabe. Okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt gehen wir aber trotzdem noch hier rein. Ab in die Krypta. Gelber Kopf. Zwei Helden. Da ist er. Sehr gut. Unsere Stiefel schon blau? Ne, sind sogar gelb. Ist Heiltrank besser wie Mana-Trank? Oh ja. Viel besser. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch so vorfinden. Mann. Woher gibt es einen Schrein? Kurz hier lang. Jetzt sind wir wieder da. Oh, ein Ring. Ja, jetzt ist der Lichtradius größer. Sehr gut. So, dann haben wir das ja auch clear. Hoppala. Da sieht man echt die Tür nicht. Total wie dunkel das ist. Gut, und die Lecks und Verzögerung, die wir da halt haben, ist halt eben, weil sie erst gestern rauskommen. Das ist nur normal. Allerdings läuft es flüssig. Sehr flüssig. So, Portal. Identifizieren tue ich den Spaß nicht, weil ich benutze eh keinen Bogen. Muss ich mich auch mal in Ruhe belesen, was für Waffen man da im Normalfall nutzt. Wenn da steht Verkaufswert 50, dann der muss viel mehr wert sein. Schaden gegen Untote, 25 Angriffswert gegen Untote, plus 2 Giftschaden über 2 Sekunden. Da ist halt die Frage, ob wir lieber das mitnehmen, aber allerdings, dann brauchen wir wieder Munition. Damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Wir brauchen wieder Rollen.
Fähigkeitspunkte noch. Moment, könnte ich bei Akara... Ach, die könnte ich jetzt, die könnte ich theoretisch zurücksetzen lassen, okay. So, einen schwachen Halt dran. Wie viel haben wir hier? Ui. Und ein paar. Zehn und zehn, das passt. Ich glaube, ich hole mir echt mal Ausdauer-Elixier. Hau das mal hier bei R rein. Weil das gar nicht mal so verkehrt wäre. Achso, bei den Fähigkeiten war ich jetzt noch gar nicht fertig. Ich muss das hier erhöhen, dass ich mehr Skelette haben kann, zum Beispiel. Puh. Das sei denn, ich würde... Das wäre natürlich auch eine Überlegung. Wenn ich jetzt hier die Fähigkeit nehme... Ja komm, nehmen wir jetzt einmal und gucken wir mal. Setzen wir das hier 10 auf 3. Das kann ich hier nicht machen. Ah, stimmt, die Quest war fertig. Reden. Ich kann. Akka, willkommen. Ach, das war jetzt verdrückt. Finden wir hier das nächste. Wie geht das Ganze hier jetzt weiter? Gucken wir mal. Ach, neue Werte wieder. Was ist denn Glücksspiel, bitte? 63.000. Von was räumt der denn nachts, bitte? So, jetzt machen wir das aber mal anders da. Achso, ich hab's Portal da benutzt. Mal stattdessen hier. Portal, hier Portal. Gehen wir mal zum Feld der Steine, vielleicht geht es ja hier dann weiter. Das wollte ich nicht aufheben. Uiuiui, das ist ja ganz schön stark.
So, dann gucken wir mal. Das könnte ja natürlich sein, dass ich jetzt zu weit gelaufen bin. Also im Endeffekt heißt, wir haben ja hier den Spaß da gemacht. Vielleicht geht es ja jetzt hier weiter. Deiner Quest. Gut, dann laufen wir einfach weiter. Der Brunnen erhöht die Energie oder regeneriert die Energie wieder, okay. Was haben wir denn hier? Soll das ein Stall sein? Oh, das kennen wir doch, diese Nester. Aber wir haben dann. Boah! Ein Riesenzauber. Was bringst du dann? Das 2 Blitzschaden hinzu. Okay. Testen wir gleich mal. Ach verdammt, jetzt ist der Ausdauertrank leer. Ja, ist er. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von 100 Jungfrauen badete, lebendig begraben. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde, doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenden Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Okay, und das sagt uns jetzt was? Okay, also hier geht's nicht weiter. Beim Feld der Steine. Kommen wir ja nicht hin. Hmm.
ich vermute, wir müssen zur Stadt zurück. Wenn wir aus dem Dorf rauslaufen, nicht rechts rum, sondern links rum vielleicht. Weil da oben war ja das mit. Da oben war ja das mit dem. Was noch? Ach so, jetzt! Turm Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Und so geschah. Ja, gut. Ach, jetzt habe ich mich wieder verdrückt. Schwarzmoor hinter dem Dunkelwald. Gibt es hier irgendwo eine. Ach, eine Karte gibt es ja beim Teleportieren. Das heißt, da und bitte. So, jetzt gucken wir mal eben was. Haben wir. Nicht so viel. Dunkelwald. Das heißt also, nach dem Feld der Sterne müsst doch zum Dunkelwald gehen. Oder. Oder, was ich nicht weiß, wir möchten hier lang. Aber ich war eigentlich der Meinung, ich hätte doch alles freigelaufen. Ja, hab ich auch. Wie kommen wir dann also dahin? Diese Monolithen waren doch hier. Ah, da oben sind die Monolithen. Okay, ist das hier dann die Rinde? Oder ist ja ein. Der irdische Durchgang. Durchgang. Ebene 1. Dunkelwald zu den. Ah, okay, und die Monolithen waren hier, oder? Ja. Jetzt hab ich. Also muss man doch ab und zu einfach mal in die Stadt und mit den NPCs reden. Und deswegen war auch Akara angezeigt worden. Jetzt mal hier einen Mana-Trank hin.
haben wir ja eine richtige Party am Laufen hier. Bin ich ja ehrlich gesagt froh, dass ich den Totenbeschwörer genommen habe. Schon wegen den Begleitern, da die ja zum Glück die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, doch teilweise mal vorrennen. Suchen wir hier erstmal nach dem Portal irgendwo.
ist ja schon die Rinde, glaube ich. Allerdings. Das war doch klar. Das Ding kann ich ja dann wahrscheinlich eh verkaufen. Mobaba. Nötigt Stärke 40. Dieser Baum erstrahlt im inneren Licht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Och nee, echt jetzt? So, die Schriftrolle brauchen wir, das war da. Okay. Jetzt suchen wir. Ah! Nee, das ist ein Brunnen. Ich dachte, das wäre das Portal. Weil hier gibt es ja angeblich auch ein Portal und dieses Portal hätte ich gerne. Hat das jetzt eigentlich gezählt? Ah ja, genau. Jetzt braucht die die Schriftrolle, aber ich brauche ja erstmal das Portal. Wo Portal? Dann war's doch. So, neue Werte, Geschicklichkeit, Energie, Stärke. Seid gegrüßt. Nee, das wollte ich ja nicht. Ich wollte schnellere Zauberrate. Das heben wir mal auf. Ist hier und da kommt jetzt mal persönlich geteilt. Das da rein, das da rein, ebenso das da und das da. So, meine Freunde. Das war's für mich mal für mein erstes Let's Play. Jetzt sind wir ja hier auch schon bei 1,5 Stunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden definitiv noch weiter bekommen. Nur werde ich eventuell auch mit ein paar Kumpels mal ein bisschen zocken und dann wieder ein Gameplay machen, wenn ich ein bisschen weitergekommen bin. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dürft mich gerne euren Freunden empfehlen. Ja, und über ein Abo würde ich mich auch freuen. In der Hinsicht, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!